Crash zum Beispiel oder Cortex. Das läuft schon sehr, sehr, sehr viel besser. Das war sehr viel besser. Ganze 12 Sekunden habe ich rausgeholt. 4 Sekunden pro Runde, nicht schlecht. So, da bin ich gespannt, wie Oxides Zeit ausschaut in der Rutsch Arena. Wahrscheinlich nochmal 3 Sekunden oder 4, 5 Sekunden schneller. Ne, den hätte ich sogar geschlagen. Dann machen wir das gleich. Wenn ich hier die Chance habe, Oxide zu schlagen, warum nicht? Dann mache ich das doch. Im Moment kommt das ja nicht oft vor. Ich habe das Gefühl, Oxide hat irgendeinen Ast im Ärmel.
Na, gereicht hat es trotzdem. Auch wenn es nicht ganz die Zeit vom letzten Mal war, aber gereicht hat's. Und das ist das Wichtigste. Ja, die letzte Zeit war natürlich hier auf Schlappgehen. 40, 47, das war keine gute Runde. Aber wie gesagt, es hat trotzdem gereicht. Jetzt muss ich die Rutscharena zumindest nicht nochmal fahren. Man sieht hier sogar das Platin-Sternchen. So, Turbobahn. Ah, shit, verpasst. Ja, die Turboflächen sollte man eigentlich benutzen, ne? Und auch nicht überspringen, wenn möglich. Geht doch. 42er Zeiten, zumindest sehr konstant. Habe ich Troppi nicht freigeschaltet? War ich zu langsam? War ich tatsächlich zu langsam? Doch, doch, habe ihn freigeschaltet. 2.18, das sollte ja eigentlich machbar sein. Das sollte ja eigentlich machbar sein hier. Ich weiß, es würde trotzdem reichen, aber ich will hier schon eine gute Zeit fahren. Verdammt, was soll das?
Wieso macht er jetzt plötzlich so einen Scheiß? Verdammt, Boost verpasst. Nochmal. Verdammt, und wieder. Bitte, geht doch. 2-0-6 sogar. Dann gehen wir zurück und schauen mal, was die Oxidzeit ist. Ob wir da weit weg sind, ob wir sie schon geschlagen haben. Mal schauen. Wir haben sie sogar geschlagen. 2-0-6-35. Wow, das wird schwierig. Aber wir haben es ja schon geschafft, also dürfte es möglich sein. Vor allem ohne Fehler, das wäre dann auch möglich. Dann hätte ich die beiden Bahnen zumindest geschafft. Aber ja, wir schauen mal. Der driftet da durch. Interessant. Idiot.
Aber müsste es trotzdem reichen. Naja, reicht. Sogar noch um 2 Sekunden verbessert. Damit habe ich Oxide hier auch geschlagen. Und damit muss ich dieses Level auch nicht mehr sehen. Also das Edelsteintalgebiet, die waren jetzt relativ einfach. Habe ich also geschafft. Coco Park ist jetzt die nächste Strecke. Und da muss man viel boosten. Habe ich schon mal geschafft, hier mit der Tona viel zu boosten. Eine ganze Runde übrigens wohlgemerkt. Habe ich geschafft hier. Aber ja, klar, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie wir hier zu Schlage kommen. So, geht doch. 1:32:02. Positionsbelohnung. Und den Tropi müsste ich eigentlich auch freigeschaltet haben. Ich wüsste nicht, wieso es nicht geklappt haben sollte. Also Kokoberg. Berg. Entropie. Okay. Dann einfach losboosten und gut ist.
Wow, das war jetzt eine gute Zeit. 28,89. Aber leider hat es nicht ganz für den Rekord gereicht.